Ja, moin. Wenn man vom Postboten schon aus dem Bett geschmissen wird, denke ich, könnte kotzen. Erstmal ganz im Ernst, Leute, wir haben 20 nach 7. Ja, 20 nach 7. Ah, okay. Jedenfalls ist ein Paket da und ich will jetzt nicht mehr so wie sonst erstmal eine Stunde umschwallern. Boah, hat der mich aus dem Schlaf geholt. Machen wir direkt auf hier. Moment. Ich mach mal kurz auf und gucken mal, was das ist. Kann ja nichts Großes sein. Oh, was war das? Ah! Ein europäischer Adapterstecker. Das ist schon mal, keine Ahnung. Wie gesagt, ich mache es jetzt immer mit euch zusammen auf. Da, letztendlich weiß ich dann selber nicht, was es ist. Ja? Aber das ist nicht schlimm. Das ist die Überraschung. Ah, jetzt muss ich doch noch was durchschneiden. Wie gesagt, ihr wisst ja auch, ich schneide das auch nicht mehr. Was Quatsch ist. Kann ich das nicht irgendwie so? Ne, kann ich nicht. Kleinen Moment, ich hole meine Schere. Meine Fresse, 7 Uhr, blöde Sau, um die Uhrzeit, verschissene Kacke, ey. Ich spinne, ey. Ich freue mich jedes Mal auf Pakete, aber sowas, so, was haben wir jetzt hier? Ach nee, es ist die Mini-Konsole. Ich dachte jetzt, das wäre die Uhr, ach, sondern die, eine von den Armbanduhren oder so, dass ich nur mal eben drauf gucke und dann ist das erledigt. Ey, Verpackung ist aber geil, oder? Ey, jetzt mal. Ohne Witz, ich bin jetzt überhaupt noch nicht wach. So eine sehr coole Verpackung. Ach ja, hier, wie man wieder sieht hier. Eingedutscht. Ne? Wieder ordentlich eingedutscht. Ja, das ist eine 6,91 Euro teure Konsole. Plus, wann war das? 2,61 Versand. Expressversand. Der Expressversand hat nur 3,5 Wochen gedauert. Hier steht sogar Express noch extra drauf. Ja, okay, wie packt man das hier aus? Da es hier eingedutscht ist, normalerweise würde man das hier so seitlich rausziehen, aber geht nicht, weil eingedutscht. Gucken wir dann andersrum. Nee, das geht so nicht raus. Verdammte Hacke. Ist das hier noch zu gut? Nee, ist das nicht. Obwohl hier ist noch ein Klebstreifen. Ne? Ich fahre wieder. Ich brauche einen Kaffee. Aber erstmal ziehe ich die Nummer hier durch. Geil, guck mal, sogar mit so einer Magnetverpackung. Das ist echt cool. Das ist dann unsere Konsole. Ich guck mal, ohne Witz, ich guck mal gerade, das sieht man nur garantiert hier. Ich guck mir die Konsole an, Schutzfolie, aber das erste, was du siehst, die ist schon, die Dingen ist, auch hier, die am Gehäuse überall, Kratzer. Nicht mal mehr verpackt, das Ding ist doch schon benutzt. So. Wo ist das Kabel? Haben wir denn hier überhaupt? Oh, das. Batterien. Deswegen gibt es auch keinen. Wieso kriege ich dann einen Adapterstecker, wenn ich das Ding gar nicht laden kann? Wo kriege ich jetzt solche Batterien her? Oh, warte. Oh, ein hübsch eingepackt kriege ich hier einen Adapterstecker für ein Ladegerät, was gar nicht. Oh, meine Fresse, ey. 7.35 Uhr. Deswegen seht ihr auch, arbeite ich noch hier mit Licht, weil sonst wäre der Duster hier. Japanisch. Japanisch. Okay, versuch mal. Ich beeile mich auch. Ich hole meine Batterien. Ich habe ein bisschen nämlich hier noch so. Ich habe so eine LED-Lampe. Ja? Da sind nämlich auch diese Batterien bei. Was heißt bei? Was ist das jetzt überhaupt? Oh Gott. AAA-Batterien sind 3 Stück drin. So ein kleines LED-Fünfelchen. Hoffentlich sind die jetzt voll genug hier. Wo ist hier? Hält das überhaupt? Nee, immer noch nicht. Dadurch, dass Batterien drin sind, geht das Fach gar nicht ganz zu. Okay, wir gucken mal. Muss ich jetzt mal näher dran halten, das Ding. Da kann ich jetzt hier wenigstens am Display klicken, dass sich schärfer anstellt? Ja, super.
Die Mucke geht mir ehrlich gesagt. Ach nee, man muss mit Kasper steht im Urlaub am Start. Okay, Contra, Super Mario, FIFA 2006. Na klar. Schon klar, FIFA 2006. Na schon klar, Alter. Das ist irgendwie Soccer 3 oder so. Das Display ist im Gegensatz zu der anderen. Kann man den Ton hier einstellen, Alter? Glaub nicht, wa? Oh doch. Oh! Das Ding ist schweinelaut. Ein bisschen näher dran. Im Gegensatz zu dem anderen haben wir hier nämlich kein. Boah, ist das gut verbaut. Im Gegensatz zu Zufallsprinzip hier. Im Gegensatz zur anderen Konsole haben wir nämlich kein TFT, sondern IPS-Display verbaut, ein kleines. Und hier handelt es sich, wie man jetzt fast unschwer erkennen kann, um ein 1,8 Zoll Display und eine trotzdem, wie man hier so drumherum sieht, ziemlich große, ach du Scheiße, um eine sehr große Konsole, ja. Wie kommen wir denn hier raus? Start. Reset. Ach, dann resettet der komplett. Ach du Scheiße. Das kann man richtig laut stellen, das war ganz im Ernst. Hier ist mal rein. Und da ist die Batterieklappe. Wie gesagt, abgefallen. Wenn Batterien drin sind, fällt die Klappe. Unglaubliches Ding. Ja, wir haben jetzt jedenfalls noch Spiele. Ansonsten kann das Ding ehrlich gesagt gar nichts. Ja, also wirklich gar nichts. Aber das ganz gut. Aber ansonsten, batterietechnisch soll es 8 bis 10 Stunden halten, weil wir haben auch hier kommen Blickwinkelstabilität. Ist, naja, semi-okay. Aber ist auf jeden Fall, wie man auch sieht, wenn ich ein bisschen schräg halte, dann muss man das dann ehrlich gesagt schon sehr schräg halten, damit man hier ein Problem kriegt. Oh, schön, Grafikfehler. Hallo? Geh zurück, du dumme Sau. Aber wie gesagt, wir haben wieder unsere NES und SNES Spiele. Letztendlich 300 Stück ungefähr. Ne? Auf einem Display, wo ich mir denke, so, oh, ich kann da drauf nicht spielen. Ja, ansonsten haben wir halt die Fresse. Oh. Ne? Oh Gott, jetzt ist das Ding chinesisch. Haben wir noch etliche Spiele. Ich muss jetzt mal gerade die Batterieklappe aussuchen. Also jetzt ohne Witz, also. Aber hier, guck mal, das steht über. Sobald du Batterien drin hast, dann geht das nicht. Ne, die fällt auch so wieder ab. Sobald du Batterien drin hast, passt das formtechnisch nicht mehr. Und das geht nicht richtig zu. Das Ding. Das funktioniert das noch nicht. Flip aus! Ja, knack, aber. Das kann's doch nicht sein, ey. Wer baut denn so einen Dreck, ey, Japaner, ehrlich, ey. Da kommt dieser verschissene Controller und funktioniert nicht. Ja, das ist jedenfalls unsere. Oh, Pingu! Das ist jedenfalls unsere. Das mit der Klappe kriegt man noch hin, da biegt man wahrscheinlich unten dicken Plastik und. Ist halt eine Billigkonsole. Ist auch sehr, sehr fett. Ne, dass man so nebenbei ist. Eine sehr fette Konsole, unter anderem auch. Wo nicht drin steckt. Also, es ist, also, wenn wir die jetzt theoretisch aufschrauben würden, hätten wir hier so eine Mini-Platine in der Mitte und hätten die Batterien drunter sitzen. Ansonsten ist hier nichts außer Plastik. Die Konsole kostet 6,71 Euro oder 73, hatte ich jetzt bereits schon erwähnt. Ja, hier ist das Siegel von 2017. Sogar die CE-Prüfung bestanden ist. Kein Wunder, nur das Batteriefach nicht. Naja, das krieg ich schon hin. Ja, aber sonst im Großen, wie mache ich das denn jetzt aus? Oh, wir haben sogar noch ein kleines Lämpchen drin, was man eigentlich nicht sehen kann, weil es schräg eingebaut ist wie das Display. Wo man hier schon sehen kann, ne, dass das alles nicht so ganz gerade eingebaut worden ist. Ja, in diesem Sinne, ich bin da mal raus. Ja, ist. Ich gehe mir einen Kaffee machen oder so. Oh, leg mich am Arsch, ey.